Hallo und herzlich willkommen zurück zu Worms Forts Unterbelagerung. Wir befinden uns im Mittelalter, in der Kampagne Merlins Zauberkunst. Darf ich vorstellen, Uther, seit kurzem König der Briten, er hat eine Vorliebe für Küstenlandschaft und hat eine Burg entdeckt, die genau am richtigen Fleck steht. Leider gehört sie schon jemand anderem. Die Burg ihrem Besitzer abzunehmen, wird nicht leicht sein. Und sie brauchen wahrscheinlich etwas Hilfe dabei. Also, auf zu Merlin. Oder Merlin, ja. Oh, okay. Wissen Sie, das ist ein herrliches Plätzchen für eine Burg. Oh, da ist ja alles zugefroren. Schauen Sie nur. Völlig unzugänglich. Es sei denn. Oh, ein magisches Tor. Ah, eine magische Tür. Klar, wer kennt's nicht? Hallo Merlin. Merlin, kommen Sie heraus. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sehen Sie, Merlin zaubert. Merlin, ich hier. Oh. Jetzt können Sie die gegnerischen Gebäude zerstören. Danke, Merlin. Vernichten Sie den Gegner. Und erbauen Sie dem König an dieser Stelle ein hübsches Gebäude. Genau hier! Ah, okay, bei der Festung. Alles klar. Alles klar? Ausgezeichnet. Gehen Sie an die Arbeit, junger Ritter. Gerne. Ihre Ziele. Bauen Sie an der Stelle, an der die Festung das Duke steht, einen Bergfried. Was? Duke. Festung. An der die Festung des... Achso. Okay. Ja, und gegen wen spiele ich? Auf in die Spiel! Ja. Was ist denn... Ich brauche erstmal den ersten Leuchtturm, ne? Nehme ich mal an. Ich mache mal erstmal Lucky. Oh, ich nehme an, der ist... Oh, unendlich viele Bergfriede und Türme. Bin ich gut, oder was? Ah, und der connectet sich noch nicht, weil, der da oben noch... Okay. Okay. Ja, ich erkenne das Problem. Ich versuche es kurz. Ich hoffe, das war... Ja. Na, ein bisschen höher. Oh, und da sind tatsächlich Gegner. Aber egal. Also alles gut. Cornwall. Count Grunt. Mhm. Was macht er denn? Wie kriege ich die Festung überhaupt? Wie kann ich denn die Festung zerstören? Ach krass, der geht jetzt auf meine Türme. Ist aber anscheinend nicht der Hellste. Ja, okay, er ist nicht der Hellste, ich sehe schon. Ja, I see. Oh, der Bergfried ist unbenutzbar. Das macht aber gar nichts. Hallo? Ja gut, ich kann jetzt halt in dieser Runde nicht bauen und deswegen werde ich das auch nicht tun. Beziehungsweise, naja, warte, wer weiß, vielleicht. So ein wissenschaftliches Labor, das macht er mir doch eiskalt sofort kaputt. Nee, weißt du was, damit warte ich noch. Bin ich gut oder was? Damit warte ich noch.
Noch ein bisschen höher diesmal. Nicht ganz so kraftvoll. Na, ein bisschen weiter! Ach, come on! Wenn ich dann erstmal da oben bin, ne, weißt du, dann ist natürlich Pipifax. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ist das hier ein offizieller Weg? I only mean, ne? Ja, dich kriege ich schon noch klein, du kleiner Dreck. Ich habe sogar vier Orte des Sieges. Keine Zitadelle. Okay. Und auch keine Burg. Hier kann ich auch nicht bauen. Ah, schweres Leben. Ganz, ganz schweres Leben. Weißt du, was ich mache? Das mit dem Luftangriff. Kannst du mich mal. So, im besten Falle nehme ich den Kollegen hier auch noch mit. So, ich mache der Wind nicht mehr. Oh, ich hoffe, die 5 Meter, das ist, ja. Warum steht der Turm noch? Achso, weil der Luftangriff nicht besonders stark ist, ne? Ja. Oh, ist es denn wahr? Boah, ich hänge jetzt schon knapp 8 Minuten an dem Ding. Nur an diesem einen Turm. Hab ich denn keine Balliste? Oh Gott, was ist seine Intention? Okay. Naja, klar, immer grundsätzlich. Hab ich Wurmwahl? Viermal. Ja, danke. Klar, hab ich schon alles da. Sag mal! Oh, Gott sei Dank! Du kleiner Drecksack! So, jetzt weg damit! Mach's gut, Kollege! Ach, und zack, gehört der Leuchtturm unten mir. Guck mal an. Der gehört jetzt mir. Jetzt kann ich da oben bauen. Ich muss halt nur irgendwie da hochkommen. Das ist aber, glaube ich, das Kleinste. Da er ein IQ von 0 hat, ist das, ja. Gut. Ach so, Duke ist der Wurm. Ja, schön, wenn das ist. Ja. Ich habe sowieso allgemein lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das ein Name ist. Ihnen wehtun. Ja, das werde ich, keine Sorge. So, ich gehe jetzt hier einfach über den Baum. Weil mir das einfach egal ist. Ob das so gedacht ist oder nicht, das ist mir Wumpe. Ich mache mir Platz, wo keiner ist. So bin ich durch die Schule gekommen. Ja? Ja? Habt ihr das gesehen? So läuft das hier. Und nicht anders. Ja? Können wir mal ein Beispiel dran ablutschen? Was? Oh, hier. Keine Gnade. Och nö. Och nö. Ernsthaft? Das sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Die einem entweder das Leben schwer machen oder erleichtern. Aber was hat der denn mit seiner Minikanone? Ja,
war eine Ausnahme bei mir. Und dann trifft der nicht mal. Der warte mal, ist der kaputt? War der gerade... Tatsächlich. Nein, du Schwein! Boah, du Schwein. Nee. Nein! Obwohl. Bisher. Wie ich wieder direkt aufgeben will, ne? Ja, aber wie asozial ist das denn? Alter, was soll ich hier mit diesem Türmchen? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nur weil zwischen dem und dem da vorne keine Verbindung war. Habt ihr das gesehen? Okay, wenigstens kann ich in der nächsten... Oh, du bist doch ein Schwein! Ja, man muss den... Okay, weißt du was? Du kriegst jetzt einen auf den Latz. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Mist! Alter, ich hätt's dir so gegönnt, Alter. You miss! You miss! Yes, sir! Upsala. Boah, die... Boah, dich bring ich noch zur Strecke, Kollege. Jetzt macht er denselben Move! Du Schwein! Watch this one! Ja, ich watch gleich. Du watch... ja. Natürlich! Klar! Jetzt kann ich nicht mal mehr Bergfriede bauen. Sag mal! Ich blute! Nee. Leute? Nein. Wisst ihr was? Nein. Das lass ich mir nicht gefallen. Ihnen wehtun! Das lass ich mir nicht gefallen. Keine Schnitte. Ich hab's jetzt mal gebracht. Ein Neustart. Du kleine Mistratte. Wart's ab. Okay, weißt du was? Einfach, weil es mir eh noch nichts bringt, dass hier der... Ne? Und so? So macht man das. Ja? Ja? Jetzt pass mal auf. Dir rasier ich jetzt die Schamhaare. Mit der Hand reiß ich sie dir einfach raus. Oben. So. Aber ich will nicht zu hoch. Ja! Oha. Mach ihn unbenutzbar, mach ihn unbenutzbar. Bist doch ein Schwein, bist du. Ich will das. Ich will es. Warum springst du in die Richtung? Ich muss in die. Oh, Aggressionen. Aggressionen, die mich plagen. Die plagen mich. So macht man das. So macht man das. Neun Meter. Weißt du, wo der jetzt hinfliegt? Weißt du, wo der jetzt hinfliegt? Zum Ende der Map. Ja. Obwohl es gar nicht mal so knapp war. Hey, der macht ja die ganze Zeit Neustart. Das ist voll langweilig. Guck doch ein anderes Play. Ja, vor allem cool an. Ja, nee, ich sag nur, guck doch ein anderes Let's Play. Es gibt keins. Nicht in der geilen Qualität. Ihr müsst bei mir gucken. Ich bin zu geil. Soll ich den denn von hier treffen? Das geht nicht! Oh, wie ist es denn? Ich will schon keine Ausnahme mehr. Aber weißt du was? Gib ihm. Nein, ich kann's doch nicht. Jawohl! Jawohl! Nein! No!
wenn ich die drei Würmer da auf einen Schlag killen könnte, ne? Das wäre ja auch Bombe. Weißt du was? Okay, dann widme ich mich dem Bergfried nicht. Das Spiel will ich so, also ist es so. Pass auf, ich widme mich doch erst dem Turm. Das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Es war so klar. Sag mal, ich sag dab dab dab. Ich mach gleich einen Cut. Es ist doch nicht wahr hier. Oder ich. Bin ich gut oder was? Ich probier das jetzt. Ich hab doch nichts zu verlieren. Ich habe nichts, aber auch rein gar nichts. Zu verlieren. Aber jetzt hängt halt... Oh nein, jetzt hängt halt alles an dem wissenschaftlichen Labor, ne? Oder? Oh, das muss ich ändern, unbedingt. Oh, der lebt noch? Boah, was ein... Das ist so ein Schwein, Alter. So ein ekelhaftes Schwein. Scramble, scramble! Nee, okay, hängt es nicht. Es hängt am Bergfried. Aber irgendwie nicht an beiden Sachen. Hä, das ist voll komisch. Angenommen, der zerstört mir jetzt da meinen Bergfried. Junge, was machst du da? Alter, das hält ja gar nichts aus. Schweinebuckel, Alter. Oh, dich krieg ich noch. Dich! Dich! Dich bumse ich noch. Vor allem, weil ich den Wurm hier weghaben will. Mache ich jetzt einen auf cool. So. Bin ich gut oder was? Ja, ich bin wunderprächtig. So. Schweinebacke. Jawohl. Oh, bitte triff. Bitte triff. Bitte triff einfach. Bitte. Ist es denn die Möglichkeit? Oh. Ein verschenkter Zug. Indem ich diesen Bergfried hätte zerstören können, weil ich noch ein wissenschaftliches Labor habe. Oh, es ist nicht wahr. Es ist ja, weil jetzt macht er den kaputt. Das ist ja. Oh, ich will noch. Ja, mach ihn. Ja, du Schwein. Das kriegst du alles zurück. Das steht noch? Das steht noch! Das gibt's ja nicht! Das Spiel gibt mir eine Chance. Ist ja nicht wahr. Oder mache ich das jetzt eigenständig? Warum? Boah, sag mal, du stinkst doch. Du stinkst doch richtig nach Katzenpisse. Der ist immer noch benutzbar. Glaube ich. Es reicht, wenn er nicht mehr benutzbar ist. Das würde in dem Fall... Oh, 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 der Dulli ist dran. Der kann nichts. Der kann von da unten aus nichts machen. Der kommt da nämlich nicht wieder hoch. Oder ist er so schlau und setzt Wurmwal ein? Nee, okay. Falls so auf dieselben Waffen geht, weiß ich gar nicht. Ja, na klar! Alter, das ist Aimbot. Das ist einfach Aimbot. Es ist schlimm. Digga, ich... War das denn von der Höhe her? Das war ja zu niedrig, ne?
Sag mal, ist das denn dein Ernst? Das war doch voll hoch. You miss. Halt die Schnauze. Walter, Agro-Let's Play. Voll, das war ja nicht mal... Ansatzweise... Nee, anscheinend kann er den Bergfried nicht mehr benutzen. Das heißt, ich habe zwei Züge verschwendet. Das ist alles nicht wahr, das ist... Watch this one! Watch this one! Ja, ne, komm. Verarschen... Aber ganz... Ja, verarschen kann ich mich selber, wollte ich sagen. Aber andererseits, ich sehe vom wissenschaftlichen Labor halt auch echt gar nichts mehr, ne? Ich meine nur... Also irgendwie promotet mich das Spiel ja dann doch. Kamera, ich mach dich nach da, also bleibst du da. I only mean. Warum nicht so ein Jetpack? Jetpack. Ich betone das gerne so schwul. Jetpack. Hallo, ich drück nach vorne. So, hallo. Hallo. Ich kümmere mich jetzt hier. Komisch, geht doch. Komisch. Komisch. Das ist merkwürdig. Ja, es ist, es ist doch alles nicht wahr. So, jetzt habe ich zumindest eine Absicherung. So, du wirst wahrscheinlich den Bergfried benutzen, wenn es geht. Macht er nicht, also weiß er, dass er es nicht kann. Sehr gut. Die Waffen werden ihm wohl kaum ausgegangen sein nach dem, Wie heißt das denn, Mensch des Kinders? Nach der Minigun, also nach der Minikanone, hat er nämlich... Oh. Die Dingens ausgepackt. Den Masuka-Massaker. Aber ich will jetzt alle Würmchen da oben haben. Das geht ja so nicht. Oh, geh da runter, Mensch des Kindes. Ich mache jetzt hier keinen Affentanz. Ah. Da. Warum kann ich eigentlich unendlich Türme bauen, wenn ich doch einen Bergfried bauen soll? Das ist komisch. Ganz ehrlich, solange ich die Mini-Kanone habe. Nutze ich sie auch. Jesus. Ist der da gerade in den Abgrund? Oh nee, ne? Scramble, scramble! Ja, scramble, scramble! Ist nicht dein... Nee, das ist... Hallo, nee. Das... Warum... Was... Nee, keine Worte. Ich habe dafür keine Worte. Ist das wissenschaftliche Labor jetzt eigentlich kaputt? Ha! Das ist, glaube ich, irgendein Bug. Und ganz ehrlich, es ist mir sowas von egal. Es ist mir sowas von egal, dass das ein Bug ist. Und selbst wenn nicht und der einfach nur zu blöd ist oder was weiß ich, es ist mir so scheißegal. Ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Der Spiel meint auch, mich öfters zu verarschen. So macht man das. So, das ist eine Zitadelle, sehe ich gerade. Das wird ein bisschen, kniffliger. Ich hau jetzt trotzdem an. ...299! Mit einer Bergfriedwaffe und es ist nicht das Rhinoceros. Come on, das ist, gut, bei der unmittelbaren Distanz. Und der trifft natürlich wieder eins, ne? Kann das sein? Nee, okay. Ich weiß aber echt nicht, was es mit diesem, wissenschaftlichen Labor auf sich hat. Also, das finde ich echt merkwürdig, um ehrlich zu sein. Aber gut, soll mir Wumpe sein. Und es ist mir Wumpe. Dab-da-di. Dab, da du. Ja, ja, komm, du.
Wenn die explodiert, steht der Wurm echt ungünstig. Ah, ja, ja, ja. Komm, kannst du nicht einfach springen? Komm. Gib doch einfach mal nach. Ich bin der Klügere, also wollte ich sagen. Oh, guck, seht ihr das da unten links? Also unten links vor allem. Das gehört doch zum Labor. Ich lach mich weg. Ey, ganz ehrlich, ich würde da mal Masuka Massaker draufjagen. Das wäre mir sowas von egal. Nur mal zu Verständnis, bauen kann ich hier nicht, ne? Ballista. Ach, hier, Bibi. Alex, es tut mir leid. Es ist für die... Ja. Jawohl. Es ist für die Menschheit. Alex! Okay, Alex lebt noch. Alex lebt noch. Alex lebt noch. Alles ist super. Alex lebt noch. Alter, die 14... Kraftpunkte oder HP, LP, mir alles egal. Leben, meinetwegen. Watch this one. Watch this one. Jetzt hat er es geschafft. Aber ganz ehrlich, soll er doch. Ist ja nicht mein Bier. Also ja, doch in dem Sinne schon, aber... Oh, Jesus Christus! Habe ich vorhin eigentlich Festung gesagt? Ich meinte natürlich Zitadelle, ne? Ich meine ja nur. Oh, get you. Ja, und wie ich get you? Ich get you dich noch. Und zwar richtig. So, jetzt ist die Frage. Jetzt geht er wahrscheinlich auf einen der Türme, ne? Ich müsste eigentlich mal runter und da bauen. Wenn ich ehrlich bin. Bevor der da irgendwie auf doofe Gedanken kommt. Auch hier ist wieder viel Taktik gefragt. Oh, das hier ist echt nicht. Das war für Alex bestimmt so ein Moment. Ja, ja, doch, doch. Achso, warte, ich muss ja jetzt erst. Ihn hier. Achso, ich muss erst die Burg. Ja, ja, logisch, logisch, logisch. Alles gut, alles gut. Ja, es passt schon. So, jetzt hat das Spiel natürlich wieder ein bisschen Abstand mit einberechnet, aber das juckt mich einen Scheiß. Ich bin relativ nah dran, ne? Also hat der Wind gar nicht großartig die Möglichkeit, einzuspielen. Yeah, genau das meine ich. Geil. Ich darf Weihnachtslieder singen. Wenn diese Folge kommt, ist wahrscheinlich Weihnachten. Oder schon wieder Weihnachten, man weiß es nicht. Ich bin stark am Vorproduzieren. Alter, die Lache. Gut, dass der Luftangriff nur 10 Damage pro Bombe macht. Ah, okay, 20 Schaden wird das gemacht haben. Aber alles gut, steht noch alles, alles super. Ich könnte jetzt statt dem wissenschaftlichen Labor, was da vorher stand, noch einen Bergfried bauen. Einfach, um abgesichert zu sein, weil wenn der Bergfried drauf geht, ist halt alles weg. Ausnahmslos, oder? Nee, Quatsch. Nee, Quatsch, ich laber Scheiße. Die einzelnen Leuchttürme sind ja so eine Art Safe State. Der Bergfried hier würde, glaube ich, kaputt gehen. Nee, Quatsch, die Verbindung zu dem Leuchtturm wäre weg und somit... Ja, das ist... Ja. Egal. So, ich gehe mit dem Wurm schon mal ein bisschen vor. Der wird wahrscheinlich nachher die Zitadelle angreifen. Ach, die Zitadelle. Die Festung angreifen. 176. Komm, spring doch einfach. Gib doch einfach mal nach. Tu mir den... Ja. Okay.
Okay, jetzt mal eine kurze Frage. Wenn dieser Berg nicht absolut lebensnotwendig ist für meine Kette hier oben auf dem Berg, würde er dann auf den gehen? Wenn der gar nicht so wichtig wäre? Also wisst ihr, was ich meine? Ich meine, klar, der Computer hat seine Macken, keine Frage. Aber schließlich, ist er halt auch nicht ganz dumm. Och nö. Ja, okay, das ging noch, das ging noch. Das ist noch, ja. Ja, 74, das ist noch vertretbar. Hey, was macht er denn? Kollege? Ey, wenn jetzt alles weg ist, ne? Dann raste ich aus. Du bist ein Arschloch. Ich hasse dich. Du bist ein ganz, ganz, ganz gemeiner Typ. Brauche ich gar nicht mehr probieren, ne? Alles klar. Dann ist das hier offiziell die allererste Fail-Folge. Und das bei einer Mission, die gar nicht so schwer ist, wie man vielleicht gedacht hat. Krass. Krass. Okay, gut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.